Du fängst an, Geografie oder Erdsystemwissenschaft an der Uni Zürich studieren, dann lernst du wahrscheinlich gerne Hauptstadt auswendig und kannst gerne wandern. Und du fragst dich, was hat denn eigentlich mein Studium noch so zu bieten, neben den Vorlesungen und Übungen? Da ist deine Antwort, Geoteam. Geoteam, du fragst dich, was Geoteam ist und was es dir bringt, das erkläre ich dir jetzt. Ich bin der Simon, ich habe im Sommer meinen Bachelor in Geografie abgeschlossen und bin Präsident vom Geoteam. Die meisten von euch waren im Gymi. Im Gymi habt ihr etwas wie eine SO, eine Schülerorganisation. Das war eure Vertretung der Schule gegenüber und eure Ansprechpartner bei Problemen und sie haben Events organisiert. Genau so etwas wie eine SO, das gibt es auch auf der Uni. Und zwar an der Uni selber im Fachverein. Und das Geoteam ist der Fachverein Geografie und Erdsystemwissenschaften von der Uni Zürich. Wir sind also dein Ansprechpartner und deine Vertretung im Institut und der Uni gegenüber. Vor allem aber organisieren wir Events, die deine Semester deutlich besser machen. Was du dir jetzt nicht so ganz vorstellen kannst, ja, wer ist denn eigentlich ein Geoteam? Wer ist der aktiv im Fachverein? All wir, die im Fachverein sind, sind Studis wie du. Wir studieren Geografie oder Erdsystemwissenschaften im Bachelor oder im Master. Also das Geoteam ist vor Studis für Studis. Und um dir noch einen besseren Eindruck zu geben, wer wir sind, auf diesem Bild siehst du das aktuelle Geoteam. Zugegeben, da schauen wir alle ein bisschen ernst rein, weil eigentlich sind wir alle viel mehr so. Wir organisieren Events. Und da gibt es eigentlich zwei Kategorien. Zum einen organisieren wir Events, wo Spiel und Spass und Bier im Vordergrund stehen. Einmal pro Jahr veranstalten wir ein Skiweekend oder ein Wanderweekend, wo wir mit euch Skifahren oder wandern. Ebenfalls organisieren wir den Geojass, wo man einen Abend lang jassen oder Tichu spielt. Weiter zu den Events gehört auch die berühmte Geolympics, wo ihr in kleinen Teams mit Challenges und Aufgaben lösen und am Ende des Tages schauen wir, welches Team ist am besten, wenn ihr da seht, beim Bierpong spielen. Das sind alle Events, wo so ein bisschen Bier und Spass im Vordergrund stehen. Aber wir haben auch Events, wo es um Informationen geht für das Studium. Zum Beispiel die Nebenfachinfo. Irgendwann musst du dich mit dem Thema Nebenfach auseinandersetzen. Und du fragst dich jetzt, was gibt es da, wie muss man das wählen, wann? Und an der Nebenfachinfo geben wir dir die Informationen dazu. Was gibt es überhaupt, was kann man wählen, was ist der Aufwand, um dir dort Hilfestellung zu bieten. Denk an das Berufspodium. Du stehst jetzt noch am Anfang deiner Uni-Karriere, aber irgendwann gehst du oben raus, nach dem Master und kommst in die Berufswelt. Was dann? Am Berufspodium einmal pro Jahr kommen die Leute, die wie du und ich Geografie oder ESS studiert haben und jetzt in der Berufswelt sind. Und sie erzählen uns, wie ist der Übergang von Uni in die Berufswelt war. Das sind so ein paar Events, die wir jährlich immer veranstalten. Aber ein Event kommt noch. Und das ist nämlich der wichtigste Event für dein Studium. Das ist die OBAR. Die OBAR ist die Abkürzung für Donnerstagsbar. Und das ist eine Geobar mit viel Tradition. Seit über 50 Jahren organisiert das Geoteam die OBAR. Was kann man sich da genau darunter vorstellen? Das heisst, 6-mal pro Semester hosten wir als Geoteam die Irchelbar auf dem Campus und schmeissen eine fette Bar mit Bier, Wein, Getränk, Musik und vielen Leuten. Die OBAR ist eine gute Gelegenheit für dich, um deine Kolleginnen und Kollegen aus deinem Studienjahr, aber auch Kollegen und Kolleginnen aus höheren Semestern kennenzulernen und auch dort zum Beispiel ein bisschen um Tipps zu fragen. Wir haben aber nicht nur normale OBARs, sondern wir haben auch Special OBARs, zum Beispiel eine Glühwein-OBAR, wo wir eine Glühwein ausschenken. Oder eine Dotzbar, das ist die Abkürzung für Dozentenbar. Bei der Dotzbar stehen unsere Profs, also dein Prof, wie hier auf dem Bild, hinter dem Zapfhahn und schenkt dir dein Bier aus. Hier auf diesen Bildern ist so ein Einblick in die OBARs vom vergangenen Jahr. Die OBAR kann man also eigentlich zusammenfassen, gute Zeit mit guten Leuten und einem Bier. Wenn du jetzt sagst, okay, das klingt ja eigentlich cool, all die Events, aber wie bekomme ich da Informationen für die Events? Wenn du Geografie oder ESS im Hauptfach studierst, kein Problem, du bekommst das automatisch per Mail. Wenn du das aber nur im Nebenfach studierst, bekommst du die Infos von uns leider nicht. Die Uni schafft das technisch nicht im Jahr 2020. Aber keine Angst, wir haben da für dich etwas, nämlich einfach im Internet Geoteam und UZH suchen, dann kommst du auf unsere Webseite. Dort findest du immer die aktuellen Events, du findest Informationen, wer ist jetzt genau alles im Fachverein, was macht der Fachverein sonst und vieles weiteres. Auch sind wir auf Social Media, zum Beispiel auf Insta, geoteam.uzh, dort findest du uns,
Wir laden regelmäßig Stories und Bilder auf, damit auch du up to date bleibst. Und jetzt wünsche ich dir für nächste Woche einen guten Start ins Semester.